Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Kitaria Fables. Ich habe gleich den nächsten Tag gestartet. Ich habe nicht sehr viel gemacht. Ich habe jetzt hier mein Feld vergrößert, wie ihr seht. Also 3x3. Dann bin ich nochmal zum Strand gelaufen, habe nochmal zwei Molche umgebracht, damit ich dann jetzt genug für meine, ich glaub, Weste war das, was ich haben wollte, ne? Für die Weste habe. Dann bin ich nochmal auf die Suche gegangen nach Pumpkin, in der Hoffnung, dass ich sie vielleicht irgendwo finde. Aber nein, ich habe sie leider nicht gefunden. Die wollte nicht. Also bin ich dann ins Bett gegangen und habe 2000 gemacht. So, Kiki. Keine Sorge, dein Grünkohl kommt. Ich versuche gerade nur irgendwie mehr oder weniger bei dir so Sachen zu kaufen, die halt wirklich viel Geld bringen. Nur ich kann nicht die ganze Zeit Grünkohl anpflanzen, weil meine Idee war es jetzt eigentlich, ich suche Pumpkin und die hat ja sowas wie Ananas und Kürbisse und ich glaube, gerade weil sie so eine dubiose Händlerin ist, glaube ich, dass ausgerechnet auch sie die krasseren Sachen hat. So. Ah. 1, 2, 3, 4. Ich brauche ja nur 5. Ein bisschen muss man mir ja auch so ein bisschen zugestehen, dass ich ja auch ein bisschen was habe davon. Und wenn er nur 5 Tomaten braucht, ist es ja vollkommen legit. Boah, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt in einen Dungeon komme, wo ich richtig eins auf die Mütze kriege. Gehe ich jede Wette ein. Wenn die eine mir jetzt sagt, ey, du musst in diesen und diesen Dungeon oder kannst du jetzt betreten, um ein Relic zu holen oder überhaupt einfach nur um zu kämpfen, die werden mich so auseinandernehmen. Ja, ich... Was für reife Tomaten! Du bist wirklich ein großartiger Farmer. Vielleicht sollte Pickel seinen Lieferanten wechseln. So hat Großmutter immer Pizza gemacht. Erst die Zutaten vermischen. Kneten. Gehen lassen. Dann dazu. Und noch ein Spritzer und ab in den Ofen. Voila, eine leckere, hausgemachte Pizza. Als nächstes empfiehlt Pickel, einen Knallbeerensaft zuzubereiten. Das ist ein erfrischender und aromareicher Saft gegen die sommerliche Hitze. Würde es dir ausmachen, ein weiteres Mal die Zutaten von der Farm zu holen? Pickel weiß, dass es so viel besser schmecken wird. Was willst du mir jetzt? Sag mir doch, was du brauchst. Trauben. Ja, null Problemo. Guck dir einfach unsere Waren an. Brauchst du etwas davon? Nö. Ehrlich gesagt, nö. Okay, dann habe ich auf jeden Fall, glaube ich, alles für meine Weste. Aber das Problem ist, ich habe keine 15 Tage. Ich wollte die Blumenkrone noch machen. Dann eventuell in den Grubenhelm, weil ich am Ende, glaube ich, hier auf den Jägerhut wollte, oder? Der Goldhelm wäre vielleicht auch eine Idee wert. Tollen Widerstand. Ich glaube, der Grubenhelm macht schon mehr Sinn. Oder vielleicht eher erst auf den Grubenhelm gehen und dann auf den. Gold ist nicht das Problem. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Moment, jetzt muss ich warten, bis meine Trauben fertig sind. Ja, super. Ich weiß, ich habe welche angepflanzt. Bin ich mir hundertprozentig sicher, ich habe welche angepflanzt. Und natürlich kriegen wir Kohle nur bei dem. Natürlich nur von den Waldgolems und von den Orks. Aber ich brauche 30 und 10 mal Gold.
Kurz, wie viele Goldbarren habe ich? Gehen wir doch mal noch einen Goldbarren machen. Dann haben wir das nämlich auch schon. Dann brauchen wir nur noch die Kohle farmen. Ich meine, die 100 tun jetzt nicht weh, ne? Habe ich denn schon genug? Ich meine, der Goldhelm ist jetzt nicht so cool. Aber wenn ich Schaden zurückwerfen kann, ist das schon mehr, finde ich. Das macht in meinen Augen Sinn. Und ich habe genug. Ja, dann machen wir das doch jetzt. Den gebe ich halt die 10.000 jetzt dafür aus. Ist halt so. Dann ist das so. Jetzt habe ich zum Beispiel Pumpkin auch nicht gefunden. Wir könnten noch mal kurz ins Schneedorf gucken. Da war sie ja beim letzten. Die auch nie zu finden ist, die Kleine. Aber dann hätten wir es mit den Hüten schon mal soweit, glaube ich, fertig. Also ich bin, was so Rüstungssachen immer angeht, immer sehr schlecht, muss ich gestehen. Da habe ich nie wirklich Ahnung von. Da brauche ich auch immer so bei anderen Spielen so die Hilfe, wenn ich jetzt so RPG spiele, denke ich so. Wie rüste ich jetzt am besten aus? Das hatte ich zum Beispiel bei Final Fantasy auch das Problem. Ich habe... ich wusste irgendwie nicht so genau. Ich habe zwar das Standardbrett benutzt, ne? So, dass mir der Weg eigentlich vorgegeben wird. Aber trotzdem war ich am Ende so bei den Schwertern und bei den Mogris, die ich ausrüsten konnte, saß ich denn da und denke mir so, ja, wie genau machst du das jetzt? So. Weil es hat von allen die beste physische Verteidigung. Und Magieverteidigung finde ich jetzt nicht so wichtig. Physische Verteidigung schon eher. Weil die mich wirklich mehr mit Schlag kriegen als das andere. Und hier habe ich ja gesagt, mache ich auf jeden Fall die weißen Flügel. Weil die besser sind. Ja, gut. Wie sie sehen sie nichts. Bewegungsgeschwindigkeit. Ich bin ein Ritter. Sieht man doch. Lass uns mal kämpfen. Ich will wissen, wie es funktioniert. Hi. Box dich mal. Er kriegt minimal zurück. Ob sich das jetzt so gelohnt hat, weiß ja nicht. Ne? Also, wir haben halt hier irgendwas, wovon ich massiven Schaden krieg. Geh mal ganz kurz zu den anderen. Ich hab... Der hat 16 Schaden gekriegt oder nur 6? Ich bin mir da sehr unsicher. Nee, ich glaube, ich habe 6 Schaden gefressen und er hat 1 Schaden zurückgekriegt. Ja, okay. Ob das jetzt so cool ist, weiß ich nicht. Hat das jetzt jemand gesehen? Nee, falls nämlich das Falsche war. Und für den Bosskampf richtig gut werden. Ja, hier.
ich noch 10 Bernsteine. Ich glaube, 3 habe ich schon. Ich würde aber trotzdem zum Pfotendorf gehen und wir überspringen einfach jetzt. Das, was ich in der Tasche habe, können wir verkaufen. Damit sind wir dann aber so gesehen. Hat er das jetzt eigentlich gelöscht? Jetzt muss ich nochmal zurück. Dann habe ich jetzt. Also, ich werde erstmal bei dem Hut bleiben, weil ich glaube, es kommt vielleicht drauf an, wie viel Schaden wir bekommen. Und zur Not kann ich immer noch auswechseln. Ich meine, ein paar Sachen haben wir ja. Physische Verteidigung 30 ist halt schon das Beste. Und physische Verteidigung macht auf jeden Fall Sinn. Dann brauchen wir nur noch einen Libellenflügel und 30 Schneeflocken. Haben wir auch das fertig. Ja, Schneeflocken fehlen uns noch nicht. Das habe ich für die Weste, habe ich alles. Das ist ja dann so fertig. Dann kann ich ja die Blümchen und so rausnehmen. Aber müsste ich den Libellenflügel nicht haben? Und dann kann ich aber das rausnehmen und das rausnehmen. Kann ich hier oben die Sachen nämlich verkaufen? Die brauche ich ja nicht. Jedenfalls nicht für zu Hause. Dann kann ich ja im Prinzip das, was ich ja alles sonst nicht brauche, jetzt für meine Ausrüstung, kann ich ja dann verkaufen. Und wenn ich jetzt noch davon irgendwas brauche, kann ich das ja nachcraften. Münzbeutel und die Münzen. Die Münzen habe ich ja da oben. Münzbeutel hatte ich noch nie. Dann kann ich ja alles das, was in meiner Truhe ist, abgesehen von den Libellenflügeln, verkaufen. Dann ist es ja. Wieso denn so viel sonst haben, ne? Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das behalten wir mal, muss ich selber. Aber Bernstein brauchen wir auf jeden Fall. Ah, jetzt weiß ich wieder, was. Ah, ist mein. Nee, das ist mein Insekten. Wo ich das jetzt aber so verkaufe. Gehe ich nochmal zu unserem Panda-Bärchen. Quatsch, nicht Panda-Bärchen. Also, ich habe davon schon 3. Mach ich mir mal das hin. Weil ich glaube, ich brauchte nämlich auch Talismane. Ich hol mal, guck mal, was ich alles noch für die Zauber brauche. Dann schreibe ich mir das nämlich mal auf. Weil so werden wir dann auch, glaube ich, noch mal ein bisschen Geld machen, wenn wir alles unnütze Kram, was die Monster so droppen, verkaufen. Weil ich brauche ja wirklich nur das, was ich um. Also, ne, das, was ich für die Zauber brauche. Das, was ich für meine Ausrüstung brauche. Die eine Ausrüstung ist ja schon fertig, da fehlt mir nur noch das Geld. Ich bin aber der Meinung, ich hätte einen Libellenflügel hätte ich gehabt. So. Brauche ich noch Münzbeutel? Münzbeutel. Erstmal 3 Stück. Sonnensteine. 2? Aber ich weiß, dass ich 2 habe. Mondstein. Mondstein, sie fliegt und sieg. Es ist soweit. Oh, Sailor.
Keine Ahnung. Hier habe ich nämlich schon aufgeschrieben. Sonnensteine. Hier brauche ich zum Beispiel zwei und hier brauche ich einen Sonnenstein. Doch, da auch zwei. Also insgesamt hier. 1 Mondstein, eine Perle. Kuchen 10-mal, also den darf ich nicht komplett verkaufen. Gut zu wissen. Talisman 5. Den habe ich ja auch. Wunderfrucht. Bei Regenbogenschuppe habe ich noch. Eine. Könnte aber auch wieder ein Boss sein. Ich glaube, ich hatte so alle die auf die gezählt, die ich hier so habe, die ich brauche. Aber manche kann ich ja auf jeden Fall machen. Dass ich jetzt nochmal loslaufen muss, ey. Das ärgert mich. Das meiste habe ich. Dann bringen wir noch den Ton schnell weg und dann verkaufen wir den ganzen Kram. Kugeln sind wir ja am Sammeln. Ach, ich brauche da eine Perle noch. Das heißt, ich muss noch einmal den blöden Schneemann besiegen. Hat Zeit. Das hat Zeit. Vorher sterbe ich ja noch 10.000 Mal. Wer weiß, ob wir auch überhaupt so weit kommen. Voilà. So. Also was haben wir hier drin? Wir haben, du kommst rein, du kommst nicht rein. Ich haben wir denn? Das heißt, die Wunderfrucht kann ich durchstreichen. Habe ich. Die Talismane habe ich auch. Wo sind sie? War ich sie nicht im Dach? 5. Ah ja, Bernstein dauert leider noch ein bisschen. Der Insektenflügel kommt noch mal mit rein. So, du bist nämlich hier für hinten. Dann kommt hier noch mal Ton, ein Stück. Da stehen nämlich auch. Bernstein habe ich schon 3. Ich glaube, Sonnensteine habe ich auf der anderen Tasche. Dann packe ich die Kugeln, glaube ich, auch in diese eine Kiste. Dann müssen die nicht alle bei meinem Schmied da rumhängen. Ich hatte die, glaube ich, auch dahin gepackt, gerade weil da der Schmied ist. Du kommst rein. Die packe ich jetzt nämlich auch noch da unten hin. Sonnensteine habe ich schon mal 3. 1, 2, 3. Ist ja nur den Ork, den ich kaputt klatschen muss dafür. Für die Perle ist es der Schneemann. Regenbogenschuppe und Mondstein weiß ich leider nicht. Aber ich müsste eh ganz viel. Ganz viele Monster auch abschlachten, einfach wegen den rachsüchtigen Seelen. Weil ich brauche 8 rote, 9 blaue, 17 Erdkristalle und 10 Wind. Also es kann noch ganz schön dauern. Aber ich gehe jetzt pennen. Damit wir mal ein bisschen weiterkommen. Vielleicht ist am nächsten Tag. Ja gut, Traubenernte wird wahrscheinlich nicht fertig sein, aber vielleicht der eine Grünkohl.
Damit wir bei Kiki weiterkommen. Ich gehe auch mit Helm schlafen. Also ich bin gut vorbereitet. Und es regnet wieder. Achso, es regnet immer noch. Es ist ja noch der eine Tag. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt hätte ich gucken können, ob Pumpkin da ist. Ha! Lol. Was man nicht im Kopf hat. Eigentlich bräuchte ich das Holz und Kohle und so jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Stein. Ja, ich werde die nächste Kiste nicht brauchen, die dritte. Ich meine, ist denn zwar nice to have, aber bringt eigentlich auch gar nichts. Komm, geh kaputt. Ich mich nicht so wirklich von der Kohle trennen möchte, weil Holz und Stein kriegt man eher relativ schnell als das andere. Wie hieß es? Rachsüchtige Seelen bzw. Bernstein kriegen wir von Sachen von Monstern aus dem Wald. Dann gehen wir gleich mal zum Waldheiligtum. Ich bringe nur meine Flügel zum Reveria-Dorf. Außerdem muss ich ja auch noch einmal wenigstens hier. Noch mal ein bisschen was anpflanzen für das eine Feld. Wir werden richtig Profi. Alle hopp. Naja, meine physische Verteidigung ist ja nicht so der Hammer, ne? Wo kriege ich Münzbeutel her? Auch 3 Stück insgesamt. Es könnte so ein Item von einem Boss sein. Die Frage ist nur, welcher Boss? Es gibt halt diesen Pumpkin-Boss noch. Der kommt aber erst abends, glaube ich. Dann gibt es noch die Schlange. Aber da ist einfach mein Zauber auch nicht gut genug. Ich bräuchte auch nur noch 6. Und diesen Schneeflocken. Und ich glaube, die Schneeflocken kriege ich tatsächlich von den Fledermäusen. Ich habe jetzt Schaden kassiert für nichts und wieder nichts. Zack. Muss sie vielleicht einfrieren? Nee. Ja, trotzdem geschadet. Komm schon. Komm schon. Wir sind voll ungestört. Immer schön hinter ihm stehen. Na gut. Das macht halt Sinn.
sie halt immer wieder spawnen, das ist halt das Problem. Und Feuerangriff ist halt wichtig. Muss ich jetzt warten? Finde ich den nochmal an. Jetzt kriegt er halt Passivschaden, aber ich kann da halt nicht rein, weil ich sonst auch getroffen werde. Also an sich ist der gar nicht so schwer. Das Problem ist, waren immer die Trolle. Und da ist die Perle. Siehst du? Das meine ich. Aber wir haben die Perle. Das heißt, die Perle kann ich dann auch schon mal durchstreichen. Geil. Und ihr habt gesehen, wie ich den Schneemann fertig mache. Und ich habe noch ein Windding gekriegt. Sehr gut. Könnt ihr dieses Fledermaus-Flauschige-Ding mal kurz wegkommen? Ich sehe nichts. Also die Flauschis bringen eigentlich nicht immer was, aber... nur blauen Schleim. Ui, jetzt aber. Lass ich mich einfach kaputt machen? Ich glaube, ich die übere Variante, ne? Jetzt. Ja, da hat es mich erwischt. Aber ich bin schon wieder gut weit gekommen. Ich meine, mir fehlen, ja, okay, mir fehlen jetzt noch drei. Aber diese Schneeflauschis zu kriegen, ist halt jetzt auch nicht so einfach. Aber ich habe jetzt wieder volles Leben und somit ist es mir auch egal, weil ich nämlich jetzt schon die Perle habe. Hihi. Ich kann den verkaufen und ich habe keine Schlüssel mehr. Ganz rein. Du kannst rein. Kannst rein und du kannst rein. Und ich kann noch mal zum Frost. Mein Pumpkin kommt höchstens, wenn das ab 19 Uhr höchstens. Kann ich noch mal versuchen, so den einen oder anderen und Flauschi da kaputt zu machen. Mit euch zusammen. Mir fehlen ja noch drei. Es sind nur noch drei. Ich. Ich hasse dich! Hör ab! Nur warten, bis es fertig kommt. Jetzt aber auch nicht kaputt gehen, ne? Habe ich. Gehe ich jetzt? Uiuiui. Naja, wir können jetzt nochmal schnell zur Riverio-Festung.
Moment, sitzt die hier? Nein. Geben da schon mal die Schneeflocken ab. Habe ich das nämlich? Da habe ich mir auch zwei Schneeflocken. Die rachsüchtige Seelen habe ich wieder bekommen. Das ist sehr gut. Es liegt manchmal echt nur am Geld. Mehr ist es nicht. Es ist manchmal wirklich nur das Geld. Es hängt wirklich jetzt nur am Geld. Ne? Dann könnte ich auf jeden Fall mich schon mal so weit... Mit meiner Ausrüstung bin ich dann soweit fertig. Würde ich sagen. Geht eigentlich? Geht er denn einfach so um? Hat er denn weg? Also, was passiert eigentlich ab 18? Nix. Aber ihr macht doch um 18 Feierabend. Oder muss ich da jetzt dafür einmal raus und wieder rein? Wäre jetzt mal ein bisschen lächerlich. Könnte ich mir vorstellen. Wäre aber auch ein bisschen lächerlich. So, 12. Seht ihr, jetzt könnte man theoretisch schon wieder eine machen. Eine Kugel. Hab bloß kein Geld. Hihi. Komm schon. Hier noch. Vielleicht ein bisschen Essen kaufen? Den. Oh, wie viel Essen soll ich denn da kaufen? 5, 8. Komm, wir versuchen noch ein bisschen Reverio-Festung. Kurz was zu essen holen. Ich würde euch schon ganz gern. Ach, das machen wir jetzt ein bisschen länger. In den letzten Parts ist ja nicht wirklich viel passiert. Du gibst mir mal bitte 5 davon. Und dann gehen wir nochmal zu den Orks. Ich möchte tatsächlich gucken, nochmal so einen Orkrieger kaputt machen. Also die Orkriegerin. Weil ich glaube schon, dass es weiblich ist. Ich glaube schon, dass dieses Wesen... Nein! Oh doch, richtig. Dass diese Dame, dieser Krieger, ein weiblicher Krieger ist. Und hoffen, dass der vielleicht einen Sonnenstein hergibt. Weil dann braucht man zum Beispiel auch keine Sonnensteine mehr. Ach komm, als ob jetzt. Hier aufzulaufen. Lass mich dich kaputt kloppen. Willst du es auch? Mach jetzt nur die in der Umgebung in der näheren. Gut. Weil ich jetzt nicht will, dass die mir. Während ich denn mit ihrem Chef kämpfe, mir dann auf den Kranz gehen. Wo sind? Was habe ich gesehen? So. Dafür gab es denn noch 8 gesehen. Da hinten ist. Person. Meines Vertrauens. Hättest du wohl gerne. Wäre schön, wenn du nicht unbedingt da stehen bleiben würdest. Guck mal, wie soll ich mich hinter dich stellen? Ui. Ich habe eine drauf gekriegt. Wenn du da blöd in der Dings hockst. Sonnenstein und eine Feuersphäre. Sehr gut. Und ein Sonnenstein. Das heißt, ich habe denn alle 4 und kann die Sonnensteine denn auch. Haha. Sehr gut. Seht ihr? Es lohnt sich. Komme ich jetzt wieder zurück? Ich glaube, das ist immer noch der kürzeste Weg. Ich habe ein bisschen, was ich verkaufen kann und ich habe... ein wenig Loot bekommen. Den Loot, den ich sogar brauche.
Heißt, ich könnte schon mal wieder einen Feuerstein machen, hätte ich schon fünf. Würden mir nur noch drei fehlen. Natürlich wäre nachsichtige Seen besser. Und Bernstein natürlich auch. Aber die gibt es ja nur von den Waldtieren. Immer davon aus. Ja, das auch. Ich habe jetzt keine Lust gegen euch. Auch wenn Pumpkin jetzt da wäre, wäre das schon ziemlich cool. Dann würde ich auf jeden Fall richtig viel Saat bei der kaufen. Wenn sie da ist. Dann gebe ich mein ganzes Geld für Saatgut aus und dann können wir das nämlich erstmal ein bisschen verkaufen, was wir haben. Weil das, was uns Kiki gibt, ist ja gut und schön. Nein, sie ist nicht da. Komm auf. Gut, das kommt mit rein. Warum sollte es auch? Das wäre ja auch zu schön gewesen. Aber ich weiß auch nicht, wo die sich rumtreibt. Das ist mir eigentlich auch Latte. Dann ist er halt nicht da. So. Aber es hat alles so sogar eine Ordnung. Ich freue mich so ein bisschen. Das sieht schon ganz gut aus, finde ich. Wir gucken jetzt noch, wie viel wir verdient haben. Aber eigentlich wissen wir das. Gehen schlafen und dann speichere ich ab. Ich sage dann auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Goldschüssel gibt 300. Immerhin. Würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.